hier ist nochmal der Andi vom anderen Blog. Ich habe noch ein schönes Gerät für euch, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das die Strumpfanziehhilfe von Peter Bär, PB Nova, irgendwo in Süddeutschland. Das ist hier das Gerät. Ist ganz praktisch. Ja, und zwar ist das hier so ein Gerät mit einem Metallkäfig, um Socken aufzuziehen, sodass man dann mit dem Fuß einfach reingleiten kann. Ich halte das für ein sehr sinnvolles Hilfsmittel. Wobei man gucken muss, für wen das am sinnvollsten geeignet ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es... Ich zeige es euch erstmal alles. Ich zeige euch das einmal mit zwei verschiedenen Socken. Das funktioniert so, man hat hier diesen Käfig, den man am besten einmal hochklappt. Und dann kann man einfach hier die Socken erstmal so zwischen. Und dann seht ihr, hier sind so zwei Haken zum Aufziehen. Einmal für links, einmal für Rechtshänder. Da ich Rechtshänder bin, nehme ich den hier. Und dann mit den Fingern in die Socken und dann kann man den von außen so drüber stülpen, damit er festhält. Und dann wird er hier entsprechend über den Käfig gezogen und runtergezogen, bis man es so weit hat, dass man, ich zeige es euch jetzt auf dem Tisch einmal, erkläre euch gleich warum, auf dem Tisch zeige ich es euch einmal mit der Hand, weil man hat jetzt hier entsprechend hier die Öffnung und könnte hier, gedacht ist es so, dass man das jetzt auf den Boden stellt und dann hier mit dem Fuß reingleitet und den Socken anzieht. Ja, das funktioniert soweit ziemlich gut, wie ich finde. Bei mir ist nur das Problem, da ich Parkettboden habe, deswegen zeige ich euch das auf dem Tisch. Auf dem Parkettboden rutscht mir das noch weg, das Bett. Hier, ja, wenn man zu doll drückt, dann rutscht es weg. Und auf dem Parkettboden noch mehr. Ich zeige euch das aber trotzdem gleich noch. Ich zeige es euch jetzt noch mit dem anderen Socken und dann auch das Anziehen. Nur das jetzt nochmal mit... Ich glaube, weil die so hell sind, sieht man das ein bisschen besser. Wenn man hier so rein, also lieber hochklappen ist besser. Hier drüber ziehen. Das ist Übungssache. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich es überhaupt hinbekommen habe. Aber irgendwann... Das muss hier schon gut über den Haken und dann kann man das hier so rüberziehen. Dann zieht man das bis über den Käfig so weit wie es geht und hat hier entsprechend dann das Loch, wo man den Fuß einführen kann. Ja, ich zeige euch das einmal. Und weil das bei mir eben so rutscht, stelle ich, das ist vielleicht die Möglichkeit für alle, die auch einen rutschigen Boden haben. Also auf dem Teppichboden zum Beispiel funktioniert das sehr gut, aber wenn man jetzt einen rutschigen Boden hat, dann stellt man einfach das vorne irgendwo gegen. Zum Beispiel gegen die Wand oder in meinem Fall, ich zeige es euch jetzt am Tischbein. Ja, ich habe das jetzt hier mal einfach gegen mein Tischbein gestellt und versuche das mal. Jetzt kann man eben hier entsprechend in die, nicht dass ich umfalle hier, hier einfach rein. Und den Socken anziehen. Ja, also jetzt ist es gerade mal nicht hundertprozentig gewesen, aber man könnte es jetzt im Sitzen nochmal nachziehen. Mit ein bisschen Übung klappt das noch sehr viel besser. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ich finde das sehr praktisch. Vielleicht noch besser für Leute, die eben auch Rückenprobleme haben oder was mit den Knien. Die also gar nicht mehr an die Füße rankommen. Mit zwei Händen ist das Ganze nochmal wesentlich einfacher. Ich kann es euch logischerweise nicht vorführen, wie es mit zwei Händen geht. Man legt die Socke in die Mitte und zieht das dann über den Käfig mit beiden Händen drüber. Aber ich verlinke euch hier unter meinem Video nochmal das Originalvideo vom Hersteller. Da könnt ihr euch das nochmal ausführlich und genauer angucken. Also wer zwei Hände hat, aber irgendwie Rücken-Knieprobleme, für den ist das vielleicht noch optimaler als für reine Einhänder.
Ja, schaut es euch an. Ich verlinke euch unten auch die Seite vom Hersteller, wo man es bestellt. Achso, vom Hersteller. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben die auch die Möglichkeit, das bezuschussen zu lassen über die Krankenkassen. Also wenn ihr so ein Ding braucht, könnt ihr euch auch mit Rezept oder was da auch das entsprechend bezuschussen lassen. Die haben wohl eine Hilfsmitteleintragung. Ja, vielleicht ist das was für euch. Viel Spaß, dann macht's gut.